willkommen in Nizza. Superstar. Herzlich willkommen. Sag mal Hallo zu unserem Vlog. Hallo Vlog. Und zwar geht's heute für uns, beziehungsweise sind wir schon in Nizza, zu unserem 6. bezahlten Success Trip von unserer unglaublichen Partnerfirma. Und das ist ganz besonders, weil unsere liebe Omi und unser lieber Sohnemann haben sich auch qualifiziert und somit am allerersten Success Trip mit dabei, und es wird nie wieder einer ausgelassen. Der Einzige, der noch fehlt, ist der Luca. Der Luca darf aber nicht mit, weil das Schiff ist erst ab 8 Jahren. Oh, die Damen! Jetzt übertreibst du es nicht mit den Bonjour, bitte! Hallo und herzlich willkommen in unserer Doppelkabine. Man nennt es auch Suite, Platinum Suite, Platinum Vorteil. Und ich zeige euch jetzt, wir sind das erste Mal am Schiff und ich bin gerade mega aufgeregt, weil wir. Ja, es ist einfach. Kommt mal rein. Hier haben wir unsere Kästen. Deinen Kasten? Ja, das ist jetzt nur meiner. Mhm, so schaut das dann also aus. So sieht das Badezimmer aus. Mein Badezimmer, weil es gibt zwei Badezimmer. Sondern eines für mich und eines für mich hier in der Doppelkabine. Cool. Dann geht es hier weiter zu unserem Ehebett. Und schaut mal, was hier schon liegt. Hier liegen schon alle Produkte, die wir von der Firma quasi gesponsert bekommen haben, inklusive den Brand. Das ist der absolute Hammer. Die kommen erst im Oktober raus. Das ist unsere neue Haarpartie. Und das ist cool. Da freut sie sich richtig, die liebe Janine! Ja. Erster Success Trip! Wow! Erster Success Trip! Was haben wir da noch? Kappen. Schon mit uns. Und hier gibt es also das. Die Lounge. Sie ist ein normales Star, ist hier aus. So ist das normale Zimmer. Aber nicht mit uns. Genau. Hier wird dann Party gefeiert. Da werden wir definitiv eine Big B Party feiern. Definitiv. Und hier ist dann noch einmal, mich ist ein Badezimmer und noch einmal alles für den Mann. Janine. Janine schenkt dir mal einen ein. So, fertig. Wir trinken jetzt Champagner. So, passt. Ist gut jetzt. Und es geht heute um 19 Uhr, legen wir ab. Jetzt sind wir noch in Nizza. Here we go. Also richtig cool, richtig groß, richtig schön, und wir freuen uns auf alles weiter. Ciao! Cheers, Ladies! Wow! Oh my God, this view! Yachten. Das ist jetzt unser erster Stopp, den wir haben auf der Cruise, und es ist einfach traumhaft schön. Jetzt geht es ab zum Frühstück, da oben waren schon alle auf unserem Frühstück. Jetzt gehen wir Frühstück lernen, oder? Hast du schon guten Morgen zu unserem Vlog gesagt? Drei Tische haben wir schon. So. War schön mit euch zu frühstücken, ich gehe wieder zurück, gell, auf meine Yacht. Ist ja da. 400 Millionen, meine Lieben. We'll be right back.
sind jetzt angekommen hier in Portofino und es ist eine wunderschöne kleine Stadt, wie ihr gesehen habt. Wir werden jetzt ein bisschen die Stadt anschauen, ein bisschen was erkunden, dann was Gutes essen, flanieren. Da hinter mir kommt schon die ganze Crew, die Omi ist auch da. Hallo! Portofino! Portofino, wir sind da! Und dann gehen wir zum Wassersport weiter. Und Schatz, es ist ein Wahnsinn, es ist genauso wie ich mich fühle. Genau da her. Ich wollte mein Foto, steigen wir jetzt ein, schaut, Adio. Das so, meinst du? Das ist der Wahnsinn, ja. Jetzt gibt's Mittagessen. Da drüben sitzt die restliche Crew, oder wie sagt man das restliche Team. Und der Leon hat sich den eher wackeligen Platz da drinnen ausgesucht. Wunderschönen guten Morgen. 7 Uhr früh. Für mich geht es jetzt zum Yoga bei dem Sonnenaufgang. Schaut mal, es ist unglaublich, wie schön es ist und ich wollte mir das natürlich nicht entgehen lassen. Man bemerke meine Stimme, es war gestern länger und die warten schon alle, also jetzt geht's los. Herzlich willkommen in Saint-Tropez. Sind auch wieder ein paar Yachten draußen. Jetzt haben wir gerade unser neues, upgegradetes Nutriol-Shampoo getestet und probiert. Und das ist der absolute Wahnsinn. Gibt es solche Studien, habe ich noch nie gesehen. 107% Verbesserung vom Haar in 6 Monaten. Das ist unglaublich, wirklich. Jetzt gehen wir ins Le Café, da spielt schon unsere eigene Musik, baut da gerade auf. Weil hier sitzen wir und werden heute Mittagessen im Le Café, nicht Café de Paris, excuse me, Le Café. Der Leon ist schon soweit, geht schon rein. Papa besetzt schon den Tisch da drinnen. Die Truppe versammelt sich jetzt hier zum Spiel. Wird jetzt nämlich Boccia gespielt. Der Leon, der trainiert da drüben schon mit den Bällen. Jetzt haben alle eine Nummer am Shirt. Number 14. He's the best. And the winner is 6. Leon, was bist du für eine Nummer? Ah, du bist bei uns im Team. Nummer 6. Pass auf deine 10 auf. Ihr wisst, man muss immer mit einem positiven Mindset in ein Spiel gehen und davon ausgehen, dass man ein Spiel gewinnt. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung, um überhaupt ein Spiel zu starten, oder Schatzi? Und doch ist dann die Chance nur so klein, tatsächlich zu gewinnen, gerade bei so einem blöden Spiel wie... Boccia, und der Michi hat einfach den allerschlimmsten Wurf überhaupt gemacht, nämlich das ist der Ball, der am weitesten weg ist von der weißen Kugel. Wir hätten den Leon von vornherein ein bisschen mehr einbauen können, dass er einfach die Kugel für uns schießt. Jetzt haben wir verloren. Aber das Wichtigste ist, dass wir in unserem Business die Sieger sind. So ist es. Wer ist das? Ja! Ja! Das Maßbandel entscheidet! Das Maßbandel entscheidet! Wow! So. Dior. Café. Wow.
Und Schatzi? Hallo. Paradies? Ja. Bist du im Paradies hier? Ja. Und ich brauche nur noch ein Telefon. Ich nehme ein halbes. Na schau, das sind die. Die haben uns das einpackt da. Das Ding. Adventures, they bring more and more people, because this is what they set their mind to. They had the idea that they want to share that adventure and that experience with as many people as possible. And today they're not here with one of the biggest group we have on the ship, it's Austria. But they also brought her mom on the trip that qualified for that trip. And the older son as well is here. And this makes it a real family affair. And I want to welcome to stage, please. Kati and Michi. But first of all, this business changed our life in 3 years. I cannot believe which present we get in the last 3 years to come on many places all around the world, show our kids how life should be, and not just our family and our kids, our whole team. We show them how life should be, how happy everybody should be. And this is what we are. We are so happy for this business, for this opportunity, and this makes us focus to coming forward, to bring more stars on this trip, to create more stars. That's what we all want, isn't it? And that's what we are so proud for. It's horror in the past. And I think this is one of the biggest success we have. We say happiness is the biggest success in life, and this is what we are. Thank you. The highest level of success is happiness. At the end of the day, is how we feel, how we have. So I say thank you to my awesome team. Thank you to Sandy and for bringing us this amazing opportunity, this unbelievable news company that changed so many lives. And thank you to my beautiful wife, to my kids, to my mother-in-law. Without you, it is not possible to do it. So enjoy this evening, enjoy your amazing success that you bring, what you do every day for the business. We really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
one first. Good, and now push. Whoa! Great job!